So und so ähnlich sahen die Dinger aus und bestanden immer aus vier Teilen. Die Klinge, die Palierstange, der Griff und der Knauf. Die Klinge war immer zweischneidig, aber nicht immer spitz. Denn was man in Hollywood kann, konnte man damals nicht in Wirklichkeit fechten und stechen. Schwierig mit so einem schweren Ding. Eigentlich wurde mit dem Schwert am Ende das war ja das so. Da wurde damit geschlagen und gestimmt. Aber fechten und stechen, schwierig. Schwierig. Und dann ist hier in der Mitte so eine Rille. Da sagen manche, das ist die Blutrille. Dummes Wort. Das ist die Hohlkehle. Das hat was mit Statik zu tun, wenn diese Klinge nicht kriegt. Und Gewichtserleichterung. Das heißt, wenn ich Amelie jetzt aufschließe, läuft hier kein Blut lang. Das ist Unsinn. So, und unter der Klinge sitzt die Parierstange. Und ihr seht, die ist sehr, sehr schmal. Denn Wikinger-Schwerter waren Einhandschwerter. Ihr kennt das von mittelalterlichen Schwertern, die sind viel breiter, die Parierstangen. Und wenn ich diese Bewegung mache, mache ich mir auch meinen Unterarm kaputt. Deswegen schmal, hat aber dann den Nachteil, meine Finger sind geschützt, mein Daumen. Ab da ist gar nichts mehr geschützt. Und unter der Parierstange, Amelie, sitzt der Griff. Und den fasst man an, Amelie. Immer direkt mit der Parierstange. Nicht hier unten im Kauf. Das ist die Klasse.